Die Kurta wurde Mitte der 1940er Jahre von Kurt Herzstark entwickelt. Um 1947 wurde die Cortina AG in Liechtenstein gegründet, die die Kurta produziert und auch vertrieben hat. Anfangs gab es ein kleines Modell, die Kurta 1. Die war in der Lage, mit 11 Ställen zu arbeiten. 1954 wurde ein Nachfolgemodell entwickelt, das in der Lage war, mit insgesamt 15 Ställen zu rechnen. Die Kurta ist eine mechanische Rechenmaschine, deren Vorteil es ist, komplett in einer Hand gehalten werden zu können. Das Hauptbedienfeld ist das Eingabewerk, in dem die Zahlen eingestellt werden können, die ich mit Hilfe einer Kurbel, die addieren und subtrahieren kann, in das Ergebniswerk übernehmen kann. Zusätzlich existiert ein sogenannter Rundenzähler, der registriert, für welche Dezimalstelle wie oft die Kurbel gedreht wurde. Der Rundenzähler registriert auch, ob addiert oder subtrahiert wird. Zusätzlich gibt es einen Löschhebel, mit dem ich in der Lage bin, Rundenzähler als auch Ergebniswerk zu löschen. Um mit der Kurbel zu addieren, genügt eine Umdrehung. Um zu subtrahieren, wird der Hebel herausgezogen und ebenfalls einmal gedreht. Ein einfaches Beispiel für eine Addition. Ich stelle im Eingaberegister den Wert 140 ein, betätige einmal die Kurbel und die 140 ist ins Ergebniswerk übernommen worden. Gleichzeitig ist der Rundenzähler um eine Stelle gestiegen. Ich kann jetzt zum Beispiel die 140 ändern in, sagen wir mal, 100 und kann diese 100 jetzt von den 140 subtrahieren. Jetzt habe ich noch 40. Gleichzeitig ist der Rundenzähler wieder auf 0 gesprungen, weil ich einmal addiert und einmal subtrahiert habe. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, mit einem sogenannten Rundwagen die Zahl im Eingabewerk um bis zu 7 Stellen nach links zu verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt den Rundwagen um 2 Stellen nach oben versetze, habe ich jetzt nicht 100 hier stehen, sondern in Wirklichkeit 10.000. Und wenn ich die jetzt hinzuaddiere, habe ich 10.040. Zusätzlich ist es beim Rundenzähler auf der dritten Stelle die 1 hinzugekommen, weil ich auf der dritten Stelle jetzt eine Addition hinzugefügt habe. Mit dem Wissen der Addition und der Subtraktion kann ich jetzt jede andere mathematische Operation in diese einzelnen Schritte zerlegen. Als Beispiel, ich möchte die Zahl 1234 mit 5678 multiplizieren. Dafür stelle ich die größere Zahl im Eingabewerk ein, einfach aus dem Grund, weil ich dadurch weniger kurbeln muss. So, 5678. Jetzt kommt der Rundenzähler ins Spiel, weil ich jetzt für jede Stelle, also 1234, entsprechend oft auf der entsprechenden Dezimalstelle die Additionskurbel betätige. Ich starte mit dem Rundwagen auf Position 1, also der einer Stelle, und betätige viermal die Addition. Auf dem Rundenzähler steht jetzt die 4. Und beim Ergebniszähler habe ich jetzt 22.712. Das entspricht 4 mal 5.778. Jetzt stelle ich den Rundwagen eine Zehnerstelle höher und wiederhole das Ganze für die zweite Dezimalstelle, nämlich die 3, 34. Ich erhöhe den Rundwagen auf die nächste Zehnerstelle, wiederhole das mit der 2 und zum Schluss die Tausenderstelle, die ich einmal betätige, und jetzt habe ich 1234 multipliziert mit 5678 ergibt 7.006.652. Man kann natürlich auch mit Dezimalstellen rechnen. Ein Beispiel ist 3,1415 multipliziert mit 5,85.
Um mir die Kommastellen merken zu können, gibt es auf der Kurta verschiebbare Kommastellen. Daher kommt zwar nicht die Bezeichnung Fließkommazahl, aber es passt jetzt, der Witz. Ich stelle die Kommastelle im Eingaberegister auf zwischen die vierte und fünfte Stelle, weil ich vier Nachkommastellen habe. Nämlich ich habe 3,14,15. In meinem Rundenzähler benötige ich zwei Stellen. Das heißt, ich verschiebe das Komma entsprechend auf die Position. Und als Faustregel gilt, die Anzahl der Nachkommastellen im Eingaberegister plus die Nachkommastellen am Rundenzähler ergibt die Nachkommastelle am Ergebniszähler. Das heißt, dass ich hier jetzt auf die sechste Position das verschiebe, 2, 4, 5, 6, und kann jetzt genauso wie bei der vorherigen Multiplikation anfangen. Ich gehe auf die erste Position mit dem Rundwagen, drehe meine 5 ein, gehe eine Zehnerstelle höher, drehe meine 8. Jetzt habe ich versehentlich eins zu weit gedreht, nämlich auf 9. Das ist kein Problem. Ich kann jederzeit Zahlen korrigieren, indem ich jetzt einfach auf Subtraktion schalte und die Zehnerstelle wieder eins zurückdrehe. Genauso kann ich auch jetzt wieder auf die Einerstelle zurückgehen und dort korrigieren, zum Beispiel auf 6 oder wieder zurück auf den korrekten Wert 5. Zum Schluss gehe ich auf die 100er Stelle und drehe meine 1 noch ein. Entschuldigung, wir brauchen 2, wir brauchen 5. So, 5,85 multipliziert mit 3,1415 ergibt 18,377775. Lösche die Kurta nochmal. Ich kann natürlich mit der Kurta auch dividieren. Die Division ist etwas komplexer als die Multiplikation. Als Beispiel 15,3 geteilt durch 6,9. Der Dividend wird im Eingabewerk eingestellt, in diesem Fall 6,9. Ich verschiebe mein Komma. Um jetzt in dieser Demonstration nicht allzu viel kurbeln zu müssen, wähle ich jetzt ein Ergebnis mit 5 Nachkommastellen. Das heißt, ich stelle meinen Rundwagen auf die sechste Stelle, wähle im Rundenzähler jetzt 5 Stellen, die später mein Ergebnis sein werden, und am Ergebniszähler habe ich 6 Stellen. Das Prinzip ist, dass ich jetzt den Divisor annähere. Und zwar, ich versuche mit jeder Umdrehung, jeder Dezimalstelle, mich an die 15,3 anzunähern. Wenn ich die 15,3 überschritten habe, weiß ich, ich bin eine Stelle zu viel und muss eine Stelle wieder wegnehmen. Und dieses Prinzip wiederhole ich für jede einzelne Dezimalstelle. Als Beispiel, wir fangen jetzt an, da ich auf der sechsten Position bin, mit der Vorkommastelle. Nach der ersten Umdrehung habe ich 6,9, also 6,9 mal 1. Mit der zweiten habe ich 6,9 mal 2, also 13,8. Das heißt, ich bin noch unter 15, das heißt, ich kann nochmal drehen. Habe jetzt 20,7, bin jetzt natürlich 1 zu weit. Das heißt, ich nehme eine Stelle zurück. Und jetzt sehe ich hier auf meinem Rundenzähler die erste Vorkommastelle, nämlich 2. Jetzt gehe ich mit dem Rundwagen eine Dezimalstelle nach unten und wiederhole das. Nach der ersten Umdrehung, ich bin noch unter 15,3. Also ich habe jetzt 14,49. Zweite ist 15,18. Ich bin immer noch drunter. Das heißt, die 3 hätte ich mir sparen können. Also ich gehe wieder 1 zurück. Ich habe jetzt meine zweite Nachkommastelle, nämlich 2,2. Dann gehe ich eine Stelle wieder runter, wiederhole das Ganze. Ich habe jetzt hier 15,24. Das heißt, eine zweite Stelle bekomme ich nicht hin. Das heißt, die 1 kann stehen bleiben. Ich habe meine dritte Stelle. Gehe wieder eine Stelle zurück.
Und ja, bin immer noch weit unter den 15,3. Das heißt, ich kann weiter. Bin jetzt bei 7. 15,297. Das heißt, es wird eng. Einer mehr. Ich bin drüber, also wieder zurück. Das heißt, meine nächste Ziffer in der Nachkommastelle ist die 7. Gehe wieder ans Tiefer mit dem Rundwagen. Wir wiederholen das Ganze. Jetzt habe ich versehentlich subtrahiert. Das war natürlich falsch. Das heißt, ich gehe wieder in Additionsmodus und nehme die 2 wieder zurück. Und addiere jetzt, bis ich wieder ungefähr in der Nähe der 15 bin. 15,300006. Das heißt, ich bin, wie gesagt, jetzt eins drüber. Nehme wieder einen weg und habe jetzt wieder 15,2993. Das heißt, meine vierte Nachkommastelle ist die 3. Das Ganze jetzt mit der letzten Ziffer. Neunmal gedreht und bin immer noch knapp unter 15,3. Da es die 9 ist, weiß ich natürlich, die nächste ist der Übergang. Das heißt, wenn ich es nochmal drehe, habe ich 15,300006. Das heißt, ich war wieder einer zu viel und einer zurück. So, ich habe jetzt meine Stellen durchgezählt. Das heißt, 15,299991 geteilt durch 6,9 ergibt 2,21739. Ich habe mal gelöscht.